Ich sage euch, man kann alles übertreiben. Und die Technik übertreibt es ein bisschen gerade bei mir. Sie treibt es auf die Spitze. Dreimal versucht und nichts ist gelaufen. Hier ist wieder die Ruth Achillier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Und wenn du heute gerne zum Thema Kummerkasten, warum hört mir dann niemand zu, warum kann ich mir kein Gehör verschaffen, mehr wissen möchtest, dann bleib doch mal dran. Und dann gib mir mal einen Daumen nach oben bitte, damit andere diesen Beitrag auch sehen können. Und dann gebe ich dir zwei Beispiele. Das eine kennt wahrscheinlich jede Mutter, jeder Vater, wenn man zum zigten Mal sagen muss, warum ist dein Zimmer nicht aufgeräumt, räum mal auf, warum ist der Schulranzen wieder da, warum liegen die Schuhe rum? Immer das Gleiche. Oder wenn du hinterm Partner her schreist, wenn er rausgeht, bring noch ein Brot mit. Und der kommt unter Garantie ohne und dann, weil sich das ja immer wiederholt. Oder im Büro, so mir geschehen, ein Kollege hat immer das Fenster offen gelassen, genau hinter meinem Rücken, ob schon da eine Klimaanlage war. Und ich habe ihm zigmal gesagt, kannst du bitte dieses Fenster zumachen? Ich kam morgens oder nach dem Mittag, egal wann, das Fenster war offen. Und ich muss jedes Mal wieder sagen, nur er hat es nicht gehört. Und ich bin dann, ja, wütend geworden, Punkt, echt. Habe gedacht, das kann doch einfach nicht sein. Doch, das kann. Und wenn du jetzt wissen möchtest, dann hör mal ganz genau zu. Ruf ersten Namen. Deinem Kind, deinem Partner, deinem Kollegen. Ohne Werten, der muss doch das wissen. Einfach rufen und warten, bis der ja sagt. Und dann bring an, was du zu sagen hast. Zimmer aufräumen bitte, ein Brot mitbringen bitte, das Fenster zu bitte und du wirst nicht glauben, das funktioniert. Nochmal, Namen sagen, warten bis der andere Antwort gibt und dann deinen Wunsch anbringen. Ja? Und alles, was das jetzt nicht erlaubt, dass du aus diesem Aber rauskommst und du nicht innehalten kannst für einen Moment, möchtest du das jetzt zerstören und umkehren? Ja, and a gazillion times, right and wrong, good and bad, open pots, all nine, shorts, balls and beyonds. Und wenn dir das nicht genügt, dann gibt es einen Barskurs für dich, für deine Familie, für die ganze Abteilung, für dein Team. Oder ein Kommunikationskurs, wo wir alle Worte mit allen Sinnen wahrnehmen und so auf der Zunge zergehen lassen. Weil Stress, das Wort schon, und Burnout, das fängt so im Kleinen an, im täglichen Leben, in unserem Verhalten. Und wann darf ich dich begrüßen am Ende deines Lebens, das du bis jetzt gelebt hast? Ich freue mich auf dich. Ihr war wieder die Ruth Achillier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Bis bald!